Ja, stimmt, er hat auch schon mal gelogen, ne? Aber jeder Politiker hat schon mal gelogen. Fragt mich jetzt gerade jeder so. Und was denkst du? Trump, wird er wieder gewählt? Ich sage auf jeden Fall. Lege ich also fast beide Hände für ins Feuer. Aber ich mache vorsichtshalber nur eine. Ich weiß ja nicht, ob es manipuliert wird. Jetzt hat Trump ja irgendwie was ganz Geiles gemacht. Jetzt hat er freiwillige Wahlbeobachter gefordert, ne? Also der macht über seinen Social-Media-Kanal, ich folge dem ja, Werbung dafür, dass die Leute sich bitte registrieren sollen als freiwilliger Wahlbeobachter. Und dann stellen sich wahrscheinlich die Leute dann an die Wahlurnen und filmen die Leute, ob sie jetzt auch in die richtige Box schmeißen. Das ist eine geile Idee, ne? Also schon irgendwie eine geile Marketing-Idee, ne? Aber nein, also ich nenne immer drei Gründe. Es gibt mehrere Gründe, warum der ganz bestimmt wiedergewählt wird. Aber einer der wichtigsten, glaube ich, das habe ich letztens auch einem ganz, ganz großen deutschen Fernsehsender in Berlin gesagt, die das Interview aber nicht ausstrahlen wollen, warum auch immer, habe ich gesagt, er wiederholt seine Botschaften bis zum Erbrechen. Und zwar immer in den gleichen Worten, in der gleichen Satzstruktur, in der gleichen Tonalität. Immer wieder. So hat er Make America Great Again, ist ja nicht sein Spruch, ist ja der Wahlspruch von Ronald Reagan damals. Und den hat er einfach übernommen. Der hat sowieso aus den verschiedenen Wahlkämpfen der letzten Jahrzehnte einfach immer sich das Beste rausgenommen. Law and Order, bla bla bla, alles Mögliche hat er einfach alles von anderen übernommen, weil es bei denen gut funktioniert hat und sich schon bewährt hat. Also warum nicht nochmal wiederverwerten? Ne? Ist ja auch so ein Marketinggeheimnis. Ne? Never change a running system. Also wenn es funktioniert, mach's weiter. Jedenfalls, das wiederholt er so lange, bis die Leute übrigens auch, ja, ich sag jetzt mal, die Lügen in Anführungsstrichen glauben. Ne? Also er arbeitet ja auch viel mit Gerüchten, so, ne? Also indem er zum Beispiel den Leuten Beinamen gibt. Ne? Also Lying Ted, der lügnerische Ted, war damals so sein Wahlspruch für Ted Cruz. Ne? Und irgendwann denkt jeder, Lying Ted, Lying Ted, ja stimmt, der hat auch schon mal gelogen. Ne? Aber jeder Politiker hat schon mal gelogen. Das gehört zu deren Beruf dazu. Aber das ist eben diese Manifestation, die du mit dieser Suggestivrede immer wieder schaffst. Ne? So, das heißt, die Leute fühlen sich bei ihm am informiertesten, weil sie Botschaften einfach immer wieder hören. Darin sind die deutschen Parteien saudämlich. Das machen die nämlich bis heute nicht. Weißt du, ich frage dich jetzt nach dem Wahlprogramm von denen und denen und du sagst, Moment, da war irgendwas mit, warte mal, FDP wollte irgendwas mit digital machen. Aha, okay, ja, digital. Okay, kann ich mir was darunter vorstellen. Es ist Mist einfach, ne? Es ist saudummer Mist. Und was er noch macht, zum Beispiel, ist ja eine einfache Sprache, eine kindlich einfache Sprache zu benutzen. Und jetzt müssen wir natürlich auch fairerweise sagen, gerade die Amis, da gibt es zwar auch Intellektuelle, aber 80, 90% sind einfach einfaches, normales Volk. Ein LKW-Fahrer mit Senffleck auf seinem Unterhemd. Das muss man jetzt einfach mal so fairerweise sagen. In Deutschland ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber ein bisschen mehr Intellektuelle. Aber immer noch haben wir einen riesengroßen Anteil von völlig normalen Leuten. Und deswegen war damals mal FDP und Co. die Volkspartei, SPD die Volkspartei, weil die sich auf den einfachen Menschen eingestellt haben, auf die größte Wählergruppe in Deutschland. Und deswegen hat die FDP umgekehrt, deren Freund ich eigentlich bin, so große Probleme, weil sie die Zielgruppe nicht definieren. Also die haben sich diese kleine intellektuelle Zielgruppe, die die Worte von Christian Lindner versteht, rausgesucht. So, aber alle anderen sagen, was redet der Typ da? Ne? Das ist ein großes Problem. Und das macht Trump anders so, der labert einfach super einfach, wo du denkst, oh Gott, das ist doch kein Politiker. Und das ist ein Vorteil, ne? Jeder sagt, hat das ist endlich mal kein Politiker. Und da kommt dann das Dritte. Vor seiner Wahl damals haben mich viele gefragt, ja, aber was meinst du mit dem Trump? Der kann doch nicht gewinnen, oder? Ich sage, natürlich kann der gewinnen und das wird er wahrscheinlich auch, weil, ja, aber der hat doch so viele Skandale, so viele Skandale. Der bricht jeden Tag was Neues vom Zaun. Und dann habe ich immer geantwortet, ja, aber das hat der vorher schon zugegeben. Der hat vorher schon gesagt, er ist ein Schwein. Und er mag Sex und er findet Frauen geil und so weiter und so fort. Ne? Deswegen hat er Schönheitswettbewerbe gekauft, ja? Weil er einfach sagt, ich finde Frauen geil. Das hat er in all seinen Büchern geschrieben und in all seinen TV-Shows hat er das rauf und runter gesagt, ah, du siehst aber sexy aus, das macht sich gut in der Karriere. Die wussten vorher, was sie kaufen, in Anführungsstrichen, die US-Wähler. Ne? Und das fanden die, glaube ich, so gut, weil jeder vorher, der hat versucht, jede Peinlichkeit zu vertuschen und all sowas. Ne? Und da sagt man ja generell in der Politik,
Die Leute stört nicht, dass du Fehler gemacht hast. Die Leute stört, dass du es vertuschen willst, sozusagen. Und das ist etwas, was sie dir übel nehmen. Und das hat er von vornherein, also sein ganzes Leben lang schon ausgeklammert, wo er schon immer gesagt hat, ja, ich bin dreimal geschieden und habe Kinder mit ganz vielen Frauen und all sowas, ne, weil ich finde das einfach geil. Und was willst du dann, weil kannst du ihm keinen Strick mehr daraus drehen. Ne? So, das sind eben so die wichtigsten Hauptpunkte, warum die Leute sagen, ja, dann lieber ihn als die ganzen anderen Heimlichtuer. Ne?